Ende des Jahres hört Anne Will auf. Siehst du dich möglicherweise auf ihrem Stuhl am Ende des Jahres oder im kommenden Jahr? Ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, ich bin der bessere Lehrer, auch wenn manche Medien dann sowas schreiben, aber das finde ich immer ziemlich abwegig. Ich glaube, manche Leute stellen sich nicht so vor, dass ich abends mit einem Buch und einem Glas Wein im Schaukelstuhl sitze und mich den ganzen Tag nur mit Geschichte beschäftige. Das ist nicht so. Ja, Herr Rotschmann, vom Namen her kennen wir Sie ja alle als Mr. Wissen to go. Wer steckt denn hinter Mr. Wissen to go? Wer sind Sie denn eigentlich? Wir würden Sie gerne mal kennenlernen. Ja, sehr gern. Hallo, auch von meiner Seite. Freut mich sehr, hier zu sein. Ich war ganz überrascht, dass es schneit. Ich komme aus Mainz und der Weg war eigentlich begleitet von Regen und die letzten 5 Kilometer hat es dann angefangen zu schneien, aber zum Glück lag noch nicht so viel Schnee. Deshalb bin ich gut angekommen. Gebürtig stamme ich auch aus Baden-Württemberg, aus Karlsruhe. Ich glaube, Sie kommen aus dem Schwäbischen. Was hat mich verraten? Das L. Okay. Wartner und Schwaben sind sicher nochmal nicht so grün, aber hier ist es egal. Und ich wohne seit 2010 aber schon in Mainz. Das ZDF ist da in der Nähe und da habe ich auch lange gearbeitet bei den Kindernachrichten Logo als Reporter, hin und wieder auch als Moderator. Angefangen habe ich beim Südwestrundfunk in Baden-Baden als Radioredakteur und Moderator. Und zwischendurch studiert Geschichte und Kulturwissenschaft, aber nicht auf Lehramt, sondern einfach so, auch in Karlsruhe, weil es mir Spaß gemacht hat. Ein journalistisches Volontariat habe ich beim SWR gemacht, so eine 1,5-jährige journalistische Ausbildung und irgendwann dann auch mal mit YouTube angefangen, genau gesagt vor knapp 11 Jahren, 2012, den Kanal Mr. Wissen to go gestartet als Hobby und irgendwann wurde es immer mehr auch zum Teil des Berufs und inzwischen habe ich eine Produktionsfirma. Wir produzieren verschiedene Formate, vor allem für öffentlich-rechtliche Sender, in so einem wissenschaftsjournalistischen Kontext. Sind ein bisschen mehr als 50 Mitarbeiter. Und ein Teil meiner Arbeit besteht darin, Formulare für irgendwelche Ämter auszufüllen, was es nicht so viel Spaß macht. Aber zum Glück besteht der größte Teil meiner Arbeit immer noch darin, zu recherchieren, Skripte zu schreiben und Videos zu produzieren. Und das ist das, was ich mache. Also bin Geschäftsführer der Firma, moderiere im ZDF die Sendung Terra X hin und wieder und bin auf den Kanälen Mr. Wissen.de und Mr. Wissen.de Geschichte im Netz vertreten, habe 2 Kinder, bin verheiratet und werde dieses Jahr 37. Woher kommt denn dieses historisch-politische Interesse? Aus zweierlei Richtungen. Das erste, und das, ich duze euch jetzt mal im Kollektiv, das wird euch vielleicht freuen, das ist die Schule. Ich hatte ganz tolle Lehrerinnen in Geschichte, waren auch tatsächlich ausschließlich Frauen, die auf unterschiedliche Art und Weise Geschichte vermittelt haben, aber immer spannend. In der 7. Klasse haben wir Geschichte bekommen als Fach und die Lehrerin, die ich da hatte, die hat immer Rollenspiele mit uns gemacht. Wenn es um die Ständegesellschaft im Mittelalter ging, hat sie war immer der König, egal, oder die Präsidentin oder sowas. Und wir waren meistens die Bauern und dann hat sie gesagt, so und jetzt stellt euch mal vor, dieses und jenes passiert, wie würdet ihr reagieren? Und das hat es einfach sehr plastisch gemacht und hat uns viel Freude bereitet. Später hatte ich eine Lehrerin, die unglaublich viel Wissen hatte und es auf eine spannende Art und Weise weitergegeben hat. Und in der Oberstufe wiederum eine Lehrerin, die schon sehr alt war, kurz vorm Ruhestand und die Charles de Gaulle und Konrad Adenauer persönlich erlebt hat und die große deutsch-französische Freundschaftsanbahnung als Kind, als Jugendliche mit begleitet hat und davon berichtet hat. Und das war einfach toll, das so zu hören. Du produzierst ja Videos und wir wollten dich da mal fragen, wie viel Mirko Trotschmann steckt eigentlich in Mr. Wissen to go? Bist du das? Bist du das nicht? Ist das eine Rolle? Also wie würdest du das bezeichnen? Also ich versuche eigentlich immer Privates möglichst rauszuhalten aus den Videos. Am Anfang habe ich auch noch erzählt, ja, schön, dass ihr da seid, hier ist die Waschmaschine im Hintergrund, lasst euch nicht ablenken, ist mir eine Fliege hier oder sonst was. Dann haben irgendwann Leute in den Kommentaren geschrieben, ja, ab 3 Minuten 20 geht's los, spult mal vor. Und dann habe ich gedacht, hey, das muss eigentlich nicht sein. Und jetzt sage ich in den Videos nicht mal Hallo, sondern starte direkt mit dem Thema. Und ich glaube auch, die meisten Leute schauen sich die Videos nicht wegen mir als Person, sondern wegen der Themen und dem, was ihnen da erzählt wird. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da eine Rolle spiele, aber man wird automatisch in eine Rolle gedrängt. Also ich glaube, manche Leute stellen sich nicht so vor, dass ich abends mit einem Buch und einem Glas Wein im Schaukelstuhl sitze und mich den ganzen Tag nur mit Geschichte beschäftige. Das ist nicht so. Allein wegen der Kinder weiß ich gar nicht, was das letzte Mal ein Buch privat in der Hand hatte, sondern wenn, dann nur für die Arbeit. Ich versuche keine Rolle zu spielen, aber zwangsläufig
wird man von Leuten in eine Schublade geschoben und dann auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen. Aber neulich habe ich ganz bewusst damit gebrochen, mit diesem Bild, das vielleicht manche haben. Wir haben so ein Experiment gemacht auf dem Kanal, da ging es um deutschen Rap und kann man einen erfolgreichen deutschen Rap-Song am Reißbrett planen oder nicht. Und ich habe früher gerappt und dann haben wir einen Song aufgenommen und ein Musikvideo dazu gedreht und da haben ganz viele geschrieben, was du rappst und was soll das, passt überhaupt nicht zu dir. Aber irgendwie hat mir das auch gefallen, damit, dass man mal eben anders ist, als die Leute es von einem erwarten. Wir sehen dich ja quasi in so einer One-Man-Show. Ja. Ist das so? Also täuscht da der Eindruck oder wie viele sind da im Hintergrund, recherchieren da Leute für dich? Sind da Leute da, die die Kamera halten? Also wie passiert sowas? Mhm. Da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen den Kanälen Mr. Wissen to Go und Mr. Wissen to Go Geschichte. Mr. Wissen to Go habe ich selbst gestartet, habe das 5 Jahre komplett allein gemacht. Und dann wurde es ein Kanal von Funk, dem öffentlich-rechtlichen Angebot von ARD und ZDF. Das heißt, die Firma bekommt ein monatliches Produktionsbudget und ich kann damit Leute beschäftigen, die alles das machen, was ich nicht kann oder nicht gut kann. Schneiden, Animationen, Grafiken, sodass ich mich auf den Inhalt konzentrieren kann. Die Skripte recherchiere ich selbst, ich schreibe sie selbst, ich drehe sie eigentlich auch immer allein zu Hause im Keller. Und dann kommen die Kollegen und Kolleginnen dazu und übernehmen die Produktion und danach kümmere ich mich wieder um die Kommentare, mache das Community Management. Außer bei einer Rubrik auf dem Kanal, die heißt Mr. Bist du Go Exklusiv, das ist so eine dokumentarische Rubrik, da gibt es ein kleines Redaktionsteam, die Skripte schreiben. Es kommt einmal im Monat das Video zu dem Bereich, weil es einfach viel zu aufwendig wäre, das würde ich nicht mehr hinbekommen. Und bei Mr. Bist du Go Geschichte, da gibt es ein größeres Team. Das würde ich nicht schaffen, da auch noch alle Skripte selbst zu schreiben. Sondern da haben wir einen kleinen Stamm an Autorinnen und Autoren. Wir arbeiten die Themen zusammen, dann setzen die sich hin, entwerfen ein Skript und dann schauen wir wieder gemeinsam drüber. Und bevor ich es dann aufnehme, gebe ich dann auch immer meinen Senf dazu. Aber der Rest kommt dann eben von dem Team und dann gibt es einen Producer, der sich um die Organisation kümmert und die Videos veröffentlicht. Also da bin ich weniger involviert als bei Mr. Wissen to Go. Ja, Themenfindung ist jetzt auch genau das, wo ich jetzt nachfragen würde. Wie ist das denn? Du sagst gerade, ihr besprecht das dann im Team. Du stehst dann morgens unter der Dusche und hast die Idee, wow, ich will mich jetzt mit der Glasbläserindustrie, der mailändischen Glasbläserindustrie des 19. Jahrhunderts beschäftigen oder sowas. Kann ich mir das so vorstellen? Oder ist das quasi angelehnt auch an den Kalender zu irgendwelchen Jubiläen oder hauptsächlich durch die Kommentare, möglicherweise auch durch die Videos? Da steht ja auch manchmal was drin. Wir hätten gerne ein Video zum Thema XY oder so. Bei Mr. Wissen to Go ist es so, dass ich mir die Themen einfach überlege und dann umsetze. Ganz oft sind es aktuelle Dinge. Jetzt am Samstag kommt ein Video zum Thema Peru und den Unruhen, die dort seit Wochen herrschen, kriegt man hier kaum mit. Aber der Ukraine-Krieg zum Beispiel spielt auch immer wieder eine Rolle. Und da beziehe ich mich vor allem auf Zuschauervorschläge, das was in den Kommentaren kommt oder per Nachricht. Bei Mr. Wissen to Go Geschichte ist es ein bisschen anders. Da orientieren wir uns zum einen an den Lehrplänen in ganz Deutschland, haben da aber schon ziemlich viel abgefrühstückt inzwischen. Zum anderen auch, ja, Zuschauervorschläge, aber auch Dinge, die wir im Team uns überlegen. Meistens macht da ein Kollege den Aufschlag, schlägt ein paar Dinge vor, dann bringe ich noch Themen mit ein und letztendlich entscheidet das ZDF, das den Kanal verantwortet, welche Themen dann davon umgesetzt werden. Aber eigentlich gibt es diese Hierarchie nicht, sondern wir machen das immer gemeinsam und wir sind uns fast immer einig, welche Themen wichtig sind. Warum denn eigentlich genau diese Art von Video? Also ich habe mir jetzt von der Kollegin erklären lassen, dass das Vlogging-Style heißt. Warum diese Variante und nicht eine andere Variante? Ja, das bekomme ich ganz oft im Kontext von Veranstaltungen mit Lehrerinnen und Lehrern gefragt, weil letztendlich ist es Frontalunterricht. Ich stehe da und erzähle was und wir blenden halt ein paar Bilder ein und es wird ja schon eine Weile vermittelt in Lehrerseminaren, dass Frontalunterricht nicht mehr en vogue ist. Ich bin kein Pädagoge, deshalb kann ich das nicht bewerten. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich höre gern Leuten zu, die einen fesselnden Vortrag halten und hänge an deren Lippen und wenn das gut gemacht ist, dann ist für mich auch nichts einzuwenden gegen Frontalunterricht, aber das mag man in der Pädagogik anders sehen. Ich glaube, ein Vorteil ist, man kann sich identifizieren, man baut eine Verbindung auf mit der Person, wenn da jemand vor der Kamera steht, der erzählt, im Gegensatz zu, man blendet einfach nur Bilder ein und spricht aus dem Off. Es passt auch zum Thema. Es würde jetzt, glaube ich, nicht so funktionieren, wenn wir irgendwelche knalligen Bilder und Effekte da immer reinhauen würden und dann würde es um den Holocaust gehen. Da ist so eine sachlich nüchterne Darstellung, glaube ich, oft auch ganz angebracht und die Videos sind kurz, 10, 15 Minuten. Ich glaube, da kann man Frontalunterricht dann mal noch ertragen. Aber
es ist auch eine Form, die sich bei YouTube einfach eingebürgert hat. Das Ursprungsmotto von YouTube war Broadcast Yourself. Und da haben sich Leute vor ihrer Webcam zu Hause gesetzt und haben ihre Einkaufstüten ausgepackt und haben da 20 Minuten lang erzählt, in welchen Kosmetikläden sie waren. Und es ist einfach so eine geübte Praxis, dass jemand da einfach ohne große Effekte vor der Kamera ist und Dinge rüberbringt. Und es hat sich so eingebürgert. Und ich bin froh, dass es immer noch anhält, dass Leute sich sowas angucken, wenn es irgendwann nicht mehr so attraktiv ist. Müssen wir uns was Neues überlegen. Wir haben uns gefragt, wie siehst du dich selber? Eher so als Konkurrenz zum Unterricht oder zu anderen Medienformaten? Eher als Kooperation, als Ergänzung? Also was ist so dein Anspruch und wo würdest du dich positionieren? In Konkurrenz auf keinen Fall, vor allem nicht zum Unterricht. Ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, ich bin der bessere Lehrer, auch wenn manche Medien dann sowas schreiben, aber das finde ich immer ziemlich abwegig. Ich finde, am besten vergleichbar ist das, was wir bei Mr. Bistogo Geschichte machen, mit Nachhilfeunterricht. Der wird ja in der Regel auch von Leuten gegeben, die jetzt keine ausgebildeten Lehrkräfte sind, vielleicht manche, die gerade auf dem Weg zur Lehrkraft sind. Und so ähnlich ist es auch bei uns. Wir liefern einfach eine Ergänzung zum Unterricht, um Dinge zu rekapitulieren, um vielleicht auch in ein Thema neu einzusteigen, um auf eine Klausur zu lernen, um dann eine Hilfestellung zu bieten, aber niemals als Ersatz. Also ich würde niemals sagen, dass wir bei YouTube ein Ersatz für Unterricht sind. Wir können keine Fragen live beantworten, die von den Leuten kommen. Wir müssen die Leute nicht bewerten, was ganz angenehm ist. Wir können sorgfältig vorbereiten, was wir erzählen und das in ein Video packen, das wir schneiden können. Das kann man natürlich nicht, wenn man vor einer Klasse steht. Man kann uns auf Pause drücken, man kann vor- und zurückspulen. Das kann man auch im Unterricht logischerweise nicht machen. Ja, ich sehe das einfach als eine Ergänzung. Und was gerade Mr. Wissen to go angeht, mit aktuellen Themen, sehe ich das auch als ein ergänzendes Medienangebot. Leute, die vielleicht die Nachrichten nicht ganz verstehen, weil da an der Stelle angesetzt wird, bei der viel Vorwissen erwartet wird, die können auf dem Kanal vorbeischauen und erfahren, warum die koloniale Vergangenheit dafür verantwortlich ist, dass jetzt Peru gerade vor großen Schwierigkeiten steht oder Brasilien. Und das ist, ja, Ergänzung trifft es ja eigentlich ganz gut. In deinen Videos guckst du ja häufig in die Geschichte zurück. Wir würden dich gerne mal bitten, mal in die Zukunft zu gucken. Also wie sieht Lehren und Lernen deiner Meinung nach in der Zukunft aus? So in 10 Jahren vielleicht? Es verändert sich, denke ich mal, jetzt schon sehr viel. Hat sich durch die Pandemie enorm viel in Bewegung gesetzt, was Digitalisierung angeht. Wer hätte gedacht, dass Unterricht mal über Teams stattfindet? Dann war es zwangsläufig so. Und es hat funktioniert, mal mehr, mal weniger gut, aber viele Dinge sind da, glaube ich, in Bewegung gekommen. Und ich glaube, dass wir es uns gar nicht leisten können, das Thema Digitalisierung noch gesondert zu betrachten, sondern das hat Einzug in unser ganzes Leben erhalten, also muss es auch einen Einzug in den Unterricht erhalten. Und das ist jetzt nicht so, Digitalisierung bedeutet, das muss in jeder Stunde ein YouTube-Video gezeigt werden, sondern die Technik muss ganz natürlich Teil des Unterrichts sein, so wie es auch Schulbücher sind, wie es früher die Tafel war oder vieles mehr. Also ich glaube, in 10 Jahren diskutiert man gar nicht mehr so groß darüber. Ich glaube auch, dass so ein Gedanke in Richtung fächerübergreifender Unterricht noch stärker forciert wird, Projektarbeit und dass sich auch die Unterrichtsfächer, die wir haben, noch mehr verändern werden. Das ist ja jetzt schon der Fall. Ich finde leider zum Teil eine falsche Richtung, dass man Geschichte, Politik, Geografie in ein Fach packt und sagt, okay, ihr habt jetzt mal 3 Monate im Jahr Geschichte und den Rest der Zeit nicht. Da bin ich nicht so ein Fan davon. Aber dass vielleicht bestimmte Unterrichtsfächer weniger gewichtet werden, dafür neue entstehen. So ein Fach wie Medienkompetenz würde ich mir da zum Beispiel wünschen. Ja, ist immer schwierig, auf Fächer rumzuhacken. Ich lasse das jetzt mal weg, was man da vielleicht weniger machen sollte. Ich glaube, das ist ein Thema. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass mehr auf die Begabung der Schülerinnen und Schüler geschaut wird und dass sie sich früher festlegen können, was sie machen wollen und was nicht. Für mich war das so eine Offenbarung, als ich nach der 11. Klasse Physik abwählen konnte, Chemie abwählen konnte, Französisch, lauter Fächer, in denen ich schlecht war. Auch wenn es sicher tolle Fächer sind, aber ich wäre fast sitzen geblieben in der 11. deshalb. Und habe meinen Schnitt um eine Note verbessern können durch die Abwahl dieser Fächer. Und Schule hat mir doppelt so viel Spaß gemacht plötzlich, weil ich Geschichte als Hauptfach hatte.
und mich mehr auf Deutsch konzentrieren konnte, was auch ein Fach war, das mir gelegen hat. Und ich glaube, dass man in der 8., 9. Klasse schon ungefähr weiß, in welche Richtung es mal gehen soll oder was einem liegt und was nicht. Und wenn man sich da auf verschiedene Zweige festlegen kann, naturwissenschaftlicher Zweig, sprachlicher Zweig, künstlerischer Zweig, würde es, glaube ich, vielen Leuten helfen. Gerade die Leute, die jetzt so ein bisschen hinten runterfallen im Bildungssystem, Leute, die musikalisch begabt sind, künstlerisch begabt, haben wenig Chancen. Das ist dann frustrierend und ich glaube, so eine Spezialisierung, eine Frühspezialisierung wäre etwas, das in 10 Jahren noch mehr eine Rolle spielen könnte. Auch Schulgebäude sollten in 10 Jahren anders aussehen und nicht mehr preußische Kasernen sein, so wie es viele Jahrzehnte der Fall war, sondern offener, heller und vieles mehr. Aber wie gesagt, ich bin kein Pädagoge, deshalb ist es einfach das, was ich mir wünschen würde. Aber ob das tatsächlich so sinnvoll ist, müssen dann andere bewerten. Am Ende des Jahres hört Anne Will auf. Siehst du dich möglicherweise mit ihrem Stuhl am Ende des Jahres oder im kommenden Jahr? Auch das wäre vermessen. Ich glaube, da sind gerade andere im Gespräch, zum Beispiel Ingo Zamparoni, bei dem ich mir das sehr gut vorstellen könnte, Kara Miosga. Ich glaube auch, dass da niemand an mich denkt bei der Besetzung. Aber tatsächlich hätte ich auch Freude daran, einen Talk zu moderieren. Ich weiß nicht, ob ich das gut machen würde, aber so eine Talksendung einmal im Monat vielleicht zu wissenschaftlichen Themen oder auch aktuellen politischen Themen, fände ich sehr spannend. Und ich darf auch seit einiger Zeit einen Podcast moderieren, Terra X History, bei dem wir die Gelegenheit haben, eine Stunde lang über ein Thema zu sprechen und dann ausführliche Interviews mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu führen. Und auch das macht mir einfach Spaß. Also Gesprächsführung ist schon was mir Freude bereitet, war auch früher beim Radio schon so, aber die Nachfolge von Anne Will, die werden andere antreten und das ist auch gut. Ja, dann vielleicht die übernächste. Mal schauen an der Stelle. Ich habe dich angeschrieben, ob du Lust hättest, zu uns zu kommen. Kanntest du Point Alpha vorher schon oder erst durch den Kontakt mit uns sozusagen? Es war mir schon ein Begriff. Wir haben darüber tatsächlich auch mal im Unterricht gesprochen früher, aber ich musste dann doch nochmal googeln und nachgucken, was Point Alpha genau war und wie die Geschichte dahinter ist. Und fand das sehr spannend und finde es sehr traurig, dass ich jetzt heute so knapp angekommen bin und nicht mehr dort vorbeigehen konnte, aber das habe ich schon mal einen Grund, nochmal herzukommen, ja, wenn das Wetter ein bisschen besser ist. Und finde das toll, dass es solche Orte noch gibt, die dann auch aufrecht gehalten werden oder in Schuss gehalten werden, denn Geschichte, klar, es ist viel Bücher lesen, aber dann wie zum Beispiel in der Paulskirche zu stehen oder ich war neulich auch im Spiegelsaal von Versailles, dann an Orten zu stehen, an denen so viel passiert ist, das macht einem Geschichte nochmal ganz anders greifbar und erlebbar und mahnt einen auch. Deshalb finde ich es zum Beispiel immer noch befremdlich, dass es in Deutschland nicht Pflicht ist, für jede Schulklasse eine Gedenkstätte, ein Konzentrationslager zu besuchen. In manchen Bundesländern ist es Pflicht, dass man im Laufe seiner Schulzeit einmal dort gewesen sein muss, in anderen nicht. Und das verstehe ich nicht. Also wenn es gibt keinen anderen Ort, an dem man nicht mal gewesen sein sollte. Also das gehört, finde ich, in Deutschland dazu. Gerade heute in einer Zeit, in der antisemitische Straftaten zum Beispiel wieder enorm zunehmen. Aber wie stehst du zu anderen Möglichkeiten, Geschichte zu unterrichten, auch im Spiele, im Geschichtsunterricht? Sinnvoll, weniger sinnvoll? Gibt es da auch Ideen vielleicht? Dann ist der Listen to go auf dem Kanal. Ja, ich finde alles, was Geschichte lebendig macht, gut, aber was gleichzeitig Geschichte auch nicht verklärt oder die Leute auf eine falsche Fährte lockt. Aber sowas wie Augmented Reality ist eine Sache, die ich sehr zielführend finde. Wir haben da selber vor ein paar Jahren mal eine Produktion gemacht zu verschiedenen Ereignissen in der Geschichte, in die man dann eintauchen konnte mit einer Brille und einem Kopfhörer auf und konnte sich dann in einem Raum bewegen, alten Tempelhofer Flughafen zum Beispiel. Und ich habe dann dazu was erklärt. Das finde ich sehr gut, sofern es nicht einfach nur ein Effekt ist, der die Leute vom eigentlichen Thema abbringt. Auch Computerspiele können dazu beitragen oder das Befassen mit Computerspielen. Assassin's Creed zum Beispiel haben wir mal als Anlass genommen, was zu den Assassinen zu machen. Das fanden die Leute sehr gut und dann haben auch einige geschrieben, oh, ich wusste mehr über Geschichte, als ich dachte. Aber gerade Computerspiele führen einen manchmal auch auf eine falsche Fährte und sowas dann im Unterricht zu analysieren, finde ich auch deshalb so spannend und sinnvoll, weil es aus der Lebenswelt der Leute stammt und sie das dann viel eher annehmen und da denke ich mal auch gut mitmachen, wenn es was ist, mit dem sie selber eine Berührung haben. Auch mal eine Serie zu durchleuchten, The Crown, haben auch mal ein Video zugemacht, wie viel ist davon Fiktion, wie viel Realität.
bietet sich, glaube ich, auch ganz gut an für den Unterricht. Und ja, Spiele auch. Wie gesagt, es sollte immer ein Ziel haben und jetzt nicht einfach nur des Effekts wegen stattfinden. Ja, absolut. Das ist für mich gerade bei Mr. Wissen to Go, das ist dann eher vor allem bei den aktuellen Themen mit das Wichtigste, objektiv, neutral zu sein, möglichst alle Sichtweisen zu berücksichtigen, ohne eine False Balance zu erzeugen. Das ist dann die Gefahr, die natürlich besteht, wenn man Positionen, von denen die eine Minderheitsposition ist, Stichwort Klimawandel, so zu gewichten, als wäre die genauso wie die Gegenposition, wenn man so tut, als gäbe es in der Wissenschaft auf der einen Seite viele Leute, die sagen, es gibt keinen menschgemachten Klimawandel, auf der anderen Seite genauso viele, die das denken, obwohl das eine eigentlich nur eine Minderheit ist. Da muss man immer aufpassen, aber an sich ist es schon immer ein wichtiger Punkt, den wir versuchen zu berücksichtigen. Und was das Vereinnahmen von politischen Strömungen angeht, muss ich sagen, das kommt relativ selten vor. Was höchstens vorkommt, ist das Gegenteil, dass man von politischen Strömungen in eine Schublade geschoben wird und damit diskreditiert wird. Es reicht allein schon, dass der Kanal öffentlich-rechtlich ist, um für einige Leute in eine bestimmte Schublade gesteckt und diskreditiert zu werden. Und da kann man sich dann gar nicht gegen wehren. Ja, es gibt Begriffe, die würde ich jetzt als Gesetz ansehen. Da fände ich schwierig, wenn man alles immer auseinander nimmt. Aber gerade bei Begriffen, deren Bedeutung sich vielleicht auch verändert oder die wir vor 5 Jahren noch in einem Video gesagt haben und heute nicht mehr sagen würden. Heute sagen wir Indigene, früher haben wir vielleicht ein anderes Wort verwendet, zumindest in Bezug auf die USA. Da finde ich es wichtig, das auch transparent zu machen und die Berufsgeschichte darzustellen. Nur, dass jetzt bei jedem Einzelbegriff, der in irgendeiner Form diskutabel ist, zu machen, wäre ein bisschen zu viel. Aber letztendlich finde ich das schon gut, da auch ein Bewusstsein für zu schaffen und eine Sensibilität zu erzeugen, dass man bestimmte Dinge nicht einfach so leichtfertig sagen sollte. Ich habe mich zum Beispiel auch schwer getan mit dem Begriff Anschluss der Krim an Russland, der vielfach in den Medien verwendet wurde, den ich aber historisch so vorbelastet finde, dass ich denke, man kann ihn so nicht verwenden. Und dann haben wir ihn auch nicht verwendet. Sondern andere Wörter für benutzt. Insofern machen wir uns da schon viel Gedanken drüber. Zumal mit steigender Reichweite die Aufmerksamkeit von außen auch größer wird. Und wie vorhin gesagt, da kommt da bei Twitter plötzlich jemand, der einen Ausschnitt nimmt, den postet, dann wird er vielleicht vielfach geteilt und plötzlich steht man da am Pranger für was, was vielleicht gar nicht so gemeint war. Das sensibilisiert einen da auch nochmal genau hinzuschauen, ohne jetzt eine Schere im Kopf zu haben. Denn das ist das, was die falsche Konsequenz wäre. Ja, tatsächlich hat es oft Kostengründe. Wenn man alles immer neu drehen würde, wären die Sendungen viel teurer. Und das ZDF zehrt heute noch davon, dass man damals die Deutschen in HD gedreht hat. Das war absolut kein Standard damals, aber ein riesen Glücksgriff, weil man das Material heute noch verwenden kann. Zum Beispiel die Ratte, die durchs Bild läuft, wenn es ums Mittelalter geht. Muss man auch aufpassen. Das ist natürlich eine sehr klischeehafte Darstellung des Mittelalters. Aber davon abgesehen, wäre es einfach sehr kostspielig, jedes Mal die Reenactments neu zu drehen. Aber wir haben eine kleine Serie gemacht mit der Firma South & Browse aus München. Ein Moment in der Geschichte, da haben wir, ich will jetzt gar nicht mich damit schmücken, da haben die Kollegen eine neue Technik entwickelt, mit der man sozusagen die Zeit anhalten kann. Ich bin dann als Moderator in die Szene gekommen. Wir haben zum Beispiel was über Columbus gemacht und dann waren wir da auf der Santa Maria unterwegs und dann sind alle so eingefroren und ich bin ins Bild gekommen, ja, hier ist Columbus, hier ist dieser und jener und hat dann erzählt, dann war ich fertig, dann haben wir sich weiter bewegt und dafür wurde alles komplett neu gedreht und das mit einem sehr modernen Look, also das wird schon hin und wieder gemacht. So eine Mischung aus klassischem und neuem Ansatz, aber jetzt gerade arbeiten wir auch an einer Webserie, bei der wir auch alles neu drehen wollen, zumindest zum Großteil, und bei der ich Dinge auch mal ausprobiere und mache und nicht nur irgendwo stehe und sage, hier ist ein historischer Ort und da ist das passiert, sondern auch mal was in die Hand nehme, was anziehe, irgendwo ins Wasser springen oder so, und das soll auch Geschichte ein bisschen erlebbarer machen. Also wir arbeiten daran, aber tatsächlich sind es oft Budgetgründe, die dann dafür sorgen, dass bestimmte Szenen häufig vorkommen. Gerade wenn sie sehr gut gedreht sind, werden die gerne verwendet. Oder die großen Schlachten, also so eine Varusschlacht, die kann man auch nicht jedes Jahr dreimal drehen, weil es sehr aufwendig ist, dann nimmt man es halt öfter an. Ja, hat sich so ein bisschen angefühlt wie bei einem Referat früher. Das war im Rahmen von so einem Wettbewerb, den wir gemacht haben. Wir haben Deutschlands besten Geschichtslehrer gesucht. Dann haben wir so ein kleines Geschichtsbattle gemacht. Und der Lehrer, der gewonnen hatte, der durfte dann einen Tag frei machen. Und ich kam dann an die Schule, habe seinen Unterricht übernommen. Da ging es um Napoleon. Ja, also da habe ich dann gemerkt, warum
ich halt kein Lehrer bin, weil ich das nicht kann. Also ich meine, klar, ich kann Dinge erzählen, aber dann so einen didaktisch wertvollen Bogen in dem Unterricht zu haben, ich meine, mir kann es ja, also ist es mir nicht, aber mir kann es egal sein, ob die Leute am Ende meines Videos was mitnehmen oder nicht, weil ich sie nicht vorbereiten muss aufs Abi, irgendeine Abschlussprüfung oder nur auf die nächste Klausur. Aber das ist natürlich dann als Lehrer ganz anders oder als Lehrerin. Und als der Lehrer mir dann auch vorher gesagt hat, naja, der Stoff, den nehmen wir schon dann in der nächsten Klausur auch dran, habe ich gesagt, okay, dann muss ich wirklich sehr viel Mühe geben. Und war, glaube ich, auch noch eine Doppelstunde, also gleich eine besondere Herausforderung. Und war einerseits eine schöne Erfahrung, aber andererseits auch anstrengend. Und ich weiß nicht, ob ich das regelmäßig hinbekommen würde. Ich hätte zwar schon Lust drauf, so eine Oberstufenklasse zum Beispiel zu unterrichten, zweimal die Woche in Geschichte, aber da habe ich wieder gemerkt, ich sollte lieber bei den Videos bleiben, weil beim anderen fehlt mir doch noch einiges. Also ist ja in der Geschichtswissenschaft schon länger eine Diskussion, ja, Reenactments, kann man das machen, kann man es nicht machen? Es wäre seltsam, wenn ich jetzt sagen würde, man kann es nicht machen, weil in den Dokus, die ich moderiere, häufig Reenactments stattfinden. Ich finde es immer nur dann schwierig, wenn zum einen Klischees erzeugt werden oder zum anderen Dinge falsch dargestellt werden. Mhm. Und ich habe schon Schwierigkeiten damit, wenn dann ein Kind Napoleon trifft und der redet irgendwas. Es ist natürlich historisch alles nicht belegt. Und dann spielt den irgendeinen Mann, der vielleicht super sympathisch wirkt und man hat dann einen ganz anderen Eindruck von Napoleon, als man ihn vielleicht bekommen hätte, wenn das der echte jetzt gewesen wäre, der da stehen würde. Wenn historische Persönlichkeiten Dialoge haben in so einem Reenactment, finde ich das auch schwierig, zumindest im Rahmen von der Dokumentation. Ich habe kein Problem damit, einen Film anzugucken, Der Untergang zum Beispiel, und da redet Hitler und sagt irgendwas, man weiß nicht, hat das damals wirklich so gesagt, ist es ein Film? Und dann kann man davon ausgehen, das ist jetzt nicht alles eins zu eins so passiert, aber bei der Dokumentation finde ich Dialoge zwischen real existierenden oder Personen, die mal existiert haben, Personen der Zeitgeschichte, immer problematisch, wenn die sich so nicht belegen lassen. Es gibt ja diverse Dialoge, die man eins zu eins so in der Schrift findet, dann ist es für mich okay, aber alles andere fände ich schwierig. Also immer dann, wenn ein falscher Eindruck entsteht, davon, wie es gewesen ist. Deshalb habe ich zum Beispiel mit The Crown, dieser Doku, ein bisschen Probleme, weil die den Eindruck erweckt hat, dokumentarisch zu sein, aber ziemlich viele fiktive Elemente drin hatte und das nicht voneinander getrennt oder auch nicht kenntlich gemacht wurde. Und ähnlich geht es mir dann auch mit bestimmten Reenactments. Aber dass es die gibt, finde ich schon wichtig, denn sonst könnte man manche Themen gar nicht richtig abbilden. Wenn man über, weiß ich nicht, das antike Griechenland spricht, da hat man natürlich keine Fotos oder gefilmte Aufnahmen, sondern man muss sich da in anderer Form behelfen, um den Leuten das interessant darzustellen. Und da ist es für mich vollkommen okay. Ich sehe, die Fragen sind gestillt, beziehungsweise die Frage, der Fragedrang hat nachgelassen. Dann erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Ich werde gleich mal nachgucken, wo der Kaffee ist. Herzlichen Dank, Heiko Schwarzkopf. Genau, und dann würden wir jetzt erstmal in die Pause gehen. Also.